Hallo, in diesem Video stelle ich euch kurz von ZEdge dieses DVD-Player-Set vor. Das DVD-Player-Set ist unter anderem dafür gemacht, um es in einem PKW oder in einem anderen Fahrzeug mit Kopfstützen zum Beispiel zu benutzen. Aber man kann es auch genauso gut unterwegs, im Urlaub, im Kinderzimmer oder sonst wo auch immer benutzen, weil es eben mobil ist. Wir haben die Möglichkeit, DVDs mit Akku abzuspielen. Wir haben die Möglichkeit, DVDs mit 12 Volt Botnetz abzuspielen oder aufzuladen, den Akku. Und wir haben die Möglichkeit, die Akkus aufzuladen mit 220 oder beziehungsweise 230 Volt Akku aufladen oder dauerhaft betreiben. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, das Ganze an Kopfstützen zu montieren. Ihr kennt es ja, bei den meisten Autos hat man so Metallstäbe, die kommen dann hier rechts und links durch, zeige ich euch gleich nochmal. Und wenn es dann hier so in der Kopfstütze montiert ist, steckt man das hier einfach rein. Andersrum natürlich. So, dann sieht es so aus von oben. Und hier kommt dann der DVD-Player mit einer Rändelschraube dran. Rändelschraube liegt hier dabei. Und das ist auch schon mehr oder weniger alles. Was noch interessant zu wissen ist, der Hersteller schreibt, dass man dieses Teil wegmachen soll, wenn man den DVD-Player nicht benutzt. Die Frage ist, nur dieses Teil hier vorne oder auch dieses Teil, das sei jetzt jedem selbst überlassen. Es ist so, dass man hier, es ist zwar jetzt nicht scharfkantig, man kann sich nicht dran schneiden, aber es ist schon eine Kante, wo man sich vielleicht dran verletzen kann, wenn das hier im Fahrzeug bleibt. Was ich noch schön gefunden hätte, wenn man hier einfach was anderes draufstecken kann, mit so einer kleinen Polsterung oder einfach nur glatt und rund, damit man sich eben nicht dran verletzen kann, wenn man dieses Teil im Auto lässt. Aber ja, vielleicht greift es der Hersteller auf und setzt es um. Jetzt zeige ich jetzt mal ganz kurz die Bedienung hier. So die typische Bedienung, wie man sie an jedem Player, welcher Art auch immer, hat. Also nichts Besonderes, aber auch nichts Kompliziertes. Also einfach von der Bedienung und intuitiv, würde ich mal sagen. Der Source-Knopf ist übrigens hier seitlich für eine SD-Karte, die man hier auch noch einlegen kann. Oder einen USB-Stick, den man hier auch reinstecken kann auf der Seite. Mal ganz kurz zur Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung ist in deutscher Sprache einfach geschrieben und wir haben auch so einen Quick Start Guide, auch in deutscher Sprache, Schnellstartanleitung auf Deutsch, also ist alles sehr einfach erklärt. Allerdings, wer schon mal einen DVD-Player benutzt hat, braucht das eigentlich alles nicht, weil es ist so einfach. Ja, ich meine, für die Bedienung von so einem Teil brauchen die wenigsten Leute, behaupte ich mal, eine Bedienungsanleitung, weil es alles selbsterklärend ist. Wir haben hier ein Stromausgang, der muss hier drüben reingehen auf der anderen Seite, um das zu betreiben, weil der Akku ist nur auf der Seite. Und wir haben dann nochmal ein zweites Kabel für Audio und Bild. Und das überträgt dann eben Audio und Bild. Wir haben hier nochmal einen Ausschalter, wir haben einen Lautstärkeregler hier. Das gleiche haben wir hier, einen Ausschalter auf der Seite. Und einen Lautstärkeregler gibt es auf der Seite nicht. Das wird dann über die Fernbedienung geregelt. Oder hier über das Menü mit lauter und leiser. Wenn es allerdings dem anderen Kind, das hier drüben ist, nicht passt, dann kann es hier eben die Lautstärke anpassen auf seine Bedürfnisse. Außerdem kann sich jedes Kind auch mit dem Kopfhörer, nicht im Lieferumfang dabei, benutzen und dann gerade im Auto seine eigene Lautstärke hören und die Eltern vorne kriegen davon nichts mit und können sich in Ruhe unterhalten. Ich zeige jetzt mal ganz kurz den Ton und das Bild. Ich finde, es ist ziemlich gut. Dazu mache ich jetzt allerdings mal hier das Licht ein bisschen aus, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, ich mache mal Play. Und auch der Ton ist ziemlich gut, finde ich. Also gerade für so ein kleines Set ist es sehr gut. Ja, will ich jetzt ja hier keine DVD abspielen. Ich wollte das jetzt auch noch mal ganz kurz zeigen. Funktioniert sehr gut. Ein ganz tolles Bild. Und auch von der Auflösung her,
Da gibt es nichts zu manieren. Also wenn man 10 cm rangeht, dann kann man Pixel erkennen, das ist klar. Aber wenn man einen normalen Abstand zu diesem Gerät hat, dann kann man hier auch keine Pixel erkennen. Und das ist alles so, wie es sein soll. Was man noch wissen muss, wer ein Gerät sucht, mit dem man Blu-rays oder gar 3D Blu-rays abspielen kann, der ist hier falsch. Weil wenn ich eine Blu-ray einlege, habe ich schon probiert, dann sagt er mir No Disc. Also das funktioniert eben nicht. Das müsst ihr nur wissen. Wird auch nicht beworben, deswegen will ich hier auch keinen Stern abziehen. Es steht hier ganz klar auch drauf, DVD-Player und nicht Blu-ray-Player. Wir haben auch noch so Adapter dabei für im Ausland. Wenn man im Urlaub ist, ist es ganz praktisch. Dann braucht man nicht nochmal irgendwas extra mitnehmen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Aber was ich euch jetzt noch ganz kurz zeigen möchte, wenn ich jetzt hier mal auf Stopp gehe und dann schalte ich das Gerät hier seitlich aus. So, dann sind sie auch gleich beide aus. Und dann drücke ich hier oben drauf. Und dann geht es hier auf. Man sieht, die DVD dreht sich noch. Und hier kann ich eben die DVD hereinlegen oder reinlegen und herausnehmen, so rum. Auf der Rückseite haben wir so ausklappbare Füße. Da steht es eben wunderbar auf dem Tisch. Und wenn man das Ganze im Fahrzeug montiert, dann braucht man das ja eben nicht. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem kurzen Review. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.